Nach dem Tal ja die Überbleibsel von Twist, die Sumpflande von Aschenquell. Während die Schergen von Grimli Hammerhand nach Talia und der Armee des absoluten Bösen Ausschau hielten, marschierten diese in der Düsternis der Sumpflande von Aschenquell langsam auf die Zwergenstadt Stahlschmiede zu. Diese idyllische Gegend bot die einmalige Gelegenheit, sich weitere Verbündete zu sichern. Untote. Während sich andernorts Grimlis Späher die Mühe machten, jeden Stein auf der Suche nach Talia umzudrehen, und das meine ich wörtlich, war diese in Richtung Stadt Stahlschmiede aufgebrochen, dem Sitz des Zwergenkönigs. Allerdings hatte sie durch einen dezenten Wink mit dem Zaunpfahl des überhaupt nicht taktvollen Bösen einen kleinen Umweg gemacht in die Sumpflande von Aschenquell. Hier lagen uralte, mit Flüchen belegte Gebeine längst vergessener Soldaten, unruhig in ihren Gräbern und warteten nur auf den nötigen Schubs, um sich endlich zu erheben und The Talking Dead nachzuspielen. Oder wie das heißt, The Modern Talking Dead. Unglücklicherweise und natürlich völlig zufällig hielt sich Grimli, der rassistische Zwergenkönig, ebenfalls in Aschenquell auf. Ei, hackt mir Holz, ich hab nicht genug Ressourcen. Ich will nachher noch eine Kaserne errichten, um Ritter und Fußsoldaten anzuheuern. Außerdem brauche ich das Holz, um diese Palisaden. Welcher Schwachkopf hat denn bitte das verbrochen? Wenn ich mir meinen rechten Zeh abschneide, zieht der los und baut eine bessere Verteidigung auf. Los, bringt das in Ordnung. Und da drüben bauen wir noch einen Wachturm. Oder zwei. Grimli ist hier? Ausgezeichnet. Ich werde dieser bärtigen Bierleiche seine ganzen verdammten Vorurteile aus dem Leib prügeln. Dabei werden mir diese Möchtegern-Untoten in ihren Gräbern gute Dienste leisten. Mal sehen, wie es dem besoffenen Tölpel schmeckt, ein paar nach Hirn hungernden Zombies entgegenzutreten. Nicht, dass aber seinem mickrigen Spatzenhirn da Angst haben müsste. Talia, willst du das nicht noch einmal überdenken? Untote? Wie tief sind wir nur gesunken? Ach, dich gibt es immer noch? Ich dachte, ich hätte dich in der letzten Mission schon endgültig vertrieben. Wie auch immer, halt die Klappe und lass mich arbeiten. Ich muss die lebenden Toten erwecken. Um also die Nacht der lebenden Toten zu beginnen, musste unsere Protagonistin, Gesandte des sich gerade mit einem Hähnchenschlägel beschäftigten Bösen, die größeren Friedhöfe der Region erreichen und die Untoten dort rekrutieren. Einer der Schnodderlinge des glücklichen Bösen hatte ein verstecktes Arcanium entdeckt. Dämonen konnten hier wertvolles Mana erstellen, das zum einen sie selbst benötigten, das zum anderen aber auch für mächtige Zauber genutzt werden konnte. Und so begann der erste Dämon damit, im Arcanium mächtiges Mana zu generieren. Ah, köstliches Mana! Schmiere ich mir gerne auf mein Sonntagsbrötchen, wenn mir meine Frau die Pantoffeln und die Zigarre reicht und ich die Zeitung aufschlage, um die Todesanzeigen. Aber wieder zurück zum Thema. Mana war auch für das sich nicht für Sonntagsbrötchen interessierende Böse wichtig, denn zum einen gierten seine Dämonen mit höherer Stufe danach, zum anderen konnte es benutzt werden, um mächtige Zauber zu wirken.
Natürlich fackelte das aufgeregte Böse nicht lange und probierte das zeitnah aus. Es ist Zahltag. Ei, hab ich's doch gewusst, das verdammte Spitzohr schleicht hier rum. Los, Männer, alle Wachen verdoppeln! Und lasst mir was übrig! Du hast doch keine Chance gegen mich und das ultimative Böse. Deine Bierfahne stinkt bis in meinen Dungeon hinab, du versoffener Wicht! Schwärmt aus und findet sie! Die Präsenz der Streitkräfte des wie ein konfettischmeißender Teletubby auffälligen Bösen war nicht länger ein Geheimnis. Tatsächlich war es erstaunlich, wie lange es den Streitern des Guten entgangen war. Gut, deren Anführer war ein Zwerg und der hatte üppige Biervorräte, aber ich schweife ab. Es ist zu hoffen, dass die Verteidigung des Dungeons bereit ist. Eure Schnodderlinge haben ein Drachennest freigelegt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen.
Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Für das absolute Böse! Es ist Zahltag. Drachen haben sich im Untergrund breit gemacht. Los, ihr Faulpelze, wir brauchen mehr Ressourcen für unsere Basis. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Helden zerstören eure Räume.
Zahltag. Meine Oma könnte diese Basis schneller aufbauen und besser beschützen als ihr. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Bringt mich zu den Gegnern! Was ist? Neugeborene Babys würden schneller arbeiten und weniger heulen als ihr faulen Hunde. Diese Energie wird stärker. Thank you.
ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Alles Gute muss sterben. Es ist Zahltag. Alles Gute muss sterben. Mehr Macht! Mehr Macht! Und tschüss! Los, ihr Untoten! Erhebt euch! Kämpft für mich und erlangt eure Ehre zurück! Ich bin Isildurs Erbe. Ich meine, die Gesandte des leichenblassen Bösen. Kämpft für mich und ich werde euren Eid als erfüllt ansehen. Einen Eid, den ihr gar nicht geschworen habt. Entschuldigung, ich hab da irgendwas durcheinander geworfen. Eine famose Ansprache. Gut genug aber für die hirnlosen Horden, die hier begraben waren und begeistert ihre Zustimmung zum Ausdruck brachten, was allerdings über ein gestöhntes Hirn nicht hinauskam. Und so erhoben sich die wandelnden Toten, um dem abscheulichen Bösen zu dienen und natürlich einer nicht gerade eloquenten Gesandten mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Hey, ich kann dich hören. Das hoffe ich sehr. Ich will ja meine Beleidigung nicht einfach verschwenden. Wir sprechen uns noch. Los, Untote! Vernichtet die Lebenden! Nicht mehr auf.
Stahlschmiede wurde nicht an einem Tag erbaut. Aber wenn man euch lahme Krücken daran gelassen hätte, würde noch nicht mal das Eingangstor davon stehen. Und tschüss! Befehligt mich. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Weitere Untote schlossen sich dem monströsen Bösen an und wankten mit einem beherzten und gestöhnten Hirn auf den Lippen in Richtung der menschlichen Verteidiger. Die glorreiche... Hey, das ist mein Text. Du kommst in diesem Dialog überhaupt nicht vor. Dein Pech, wenn du so lange Raucherpausen machst. Auf Dauer werde ich deinen Job übernehmen. Da sind wir einmal sogar einer Meinung. Haben sich gerade deine beiden Persönlichkeiten gegen mich verschworen? Pah! Als Erzählonkel bin ich unübertroffen. Wenn du die Geschichten hören würdest, die ich am Wochenende in der Bar... vergessen wir das. Weitere Untote waren gesichert für das heimtückische Böse. Was gibt es? Doch plötzlich tauchten vor Talia ein paar unzufriedene Bären auf. Genau, Bären. Und griffen sie an. Hey! Das hatte nichts mit einem in seinem Stolz verletzten Erzähler zu tun, sondern machte im Rahmen der Geschichte absolut Sinn. Die wandelnden Toten zogen los, um alles Lebende zu vernichten. Alles Gute Lebende, versteht sich. Bevölkerungslimit erreicht? Bevölkerungslimit erreicht? Zeit, sie Welle für Welle zu verheizen! Thanos Kopf. Autsch! Der steht nicht mehr auf. Das war's für dich. Ei, was macht ihr denn, ihr Versager? Lasst ihr euch etwa von ein paar Leichen den Hintern versohlen? Macht diesem Gewürm den gar aus, sonst trete ich euch selbst in den Hintern, dass ihr bis nach Sturmluft fliegt. Und da könnt ihr Thanos dann selbst beichten, was für verdammte Luschen ihr seid. Befehligt mich. Alles Gute muss sterben. Hm.
Raus, ihr Faulpelze! Wir brauchen mehr Ressourcen für unsere Basis! Ich will Thanos Kopf! Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ihr wünscht? Noch mehr Untote! Ja, wandelt meine hirnlosen Horden und vernichtet die Lebenden. Musst du immer so böse sein? Ist das jetzt eine Fangfrage? Natürlich. Wer, wenn nicht ich? In der Tat marschierten nun weitere Untote im Namen des glamourösen Bösen gegen die Verteidigungsanlagen der Menschen. Diese würden keine Chance haben. Doch urplötzlich, und das hatte nichts mit vorangegangenen Beleidigungen seitens der Protagonistin zu tun, tauchten noch einmal bösartige Bären auf, um sich auf Talia zu stürzen. Hey, jetzt reicht es, okay? Du kannst deinen Job behalten. Es tut mir leid. Wie durch ein Wunder traf ein Blitz die Bären und ließ sie augenblicklich verenden. Erstaunlich, aber natürlich machte das alles im Rahmen dieser Geschichte absolut Sinn. Abermals erhoben sich die Zombies, um, nach Hirn lechzend, gegen die Verteidigung der Menschen anzuwanken. Der steht nicht mehr auf. Zeit, den Müll rauszubringen. Vernichtet sie alle. Es ist Zahltag. Ich muss euch jetzt verlassen, weil ich daheim noch etwas vorbereiten muss. Aber ihr haltet hier die Stellung, alles klar? Gut, dann kümmert euch drum. Mit diesen heldenhaften Worten nahm Grimli, der große Zwergenkönig, die Beine in die Hand und setzte sich ab. Manch einer hätte das für feige halten können. Ja, verdammter Feigling. Aber wir kriegen ihn schon noch und dann... Werden wir eine Intervention veranstalten? Reißen wir ihm den Arsch auf! Meine Güte, was für eine Ausdrucksweise! Unerhört! Nichtsdestotrotz war dies ein Verlangen, dem ich nur beipflichten kann. Los! Für das geltungssüchtige Böse! Ja? Ja?
das Böse. Das Verteidigungslager der guten Menschen ging in Flammen auf. Panisch stoben die jämmerlichen Überlebenden auseinander und verstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Tja, diese Mem. Seht nur, wie sie rennen. Sieht das nicht lustig aus? Es hatte etwas Komisches in der Tat. Sogar die Zombies kommentierten das mit einem gelachten Stöhnen und zogen dann weiter, um etwas schmackhaftes Hirn sicherzustellen, bevor es andere taten. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Zeit, den Müll rauszubringen. Vernichtet sie alle. Ich bin die Königin des Bösen. Gebt eure Befehle. Verteidigt das Dungeon-Herz. Ist es Zeit, Grimli zu finden und seiner gerechten Strafe zukommen zu lassen? Welche gerechte Strafe? Ach, gerecht oder nicht, ist mir egal. Hauptsache, der Zwerg wird leiden. Die Länder von Aschenquell befanden sich vollständig im Klammergriff des verrückten Bösen. Ab und an erhob sich hier und da noch ein verwirrter Zombie, obwohl die Lebenden bereits vertrieben waren. Aber das machte nichts, denn die Horden des absoluten Bösen setzten sich in Bewegung Richtung Stahlschmiede, dem Hauptsitz von König Grimli.